Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fablödrö, wo wir jetzt immer noch die Truhe suchen gerade. Hier war The Riveter's Rest, da waren wir, das Schild kommt mir sehr bekannt vor. Hier geht's doch... Habt ihr meinen Kumpel gesehen? 4,5 Meter groß. Hier geht's dann doch zum Unterschlupf der Rebellen. So, aber die Frage ist, von wo kamen... Wir kamen von da. Huch, aha, haha, irgendwas. Oh, kaum zu glauben, dass ich mit euch hier bin. Ich bin... Ja, ich bin auch ganz geflasht gerade von deiner Anwesenheit. Die ist echt so, huper, Schatz. Da ist er, da. 10. So, jetzt bin ich gespannt. Öffne ihn. Hua, was haben wir da? Bitte sag mir, dass es folgendes ist. 50.000 Gold. Ja. Da haben wir schon ordentlich, sage ich mal. Da gehe ich natürlich sofort... Ah, hallo. Hallo, 50.000 steht natürlich überhaupt gar kein Verhältnis zu dem, was man momentan verdient. Trotzdem ist das ja legal erworben. Gibt es noch irgendetwas zu tun? Ich gehe mal ganz kurz. Oh, hu, hu. Und da oben ist noch ein Silberschlüssel, glaube ich. Da müssen wir noch irgendwie hinkommen. Wenn ihr euer Geld nicht ausgebt, sammelt es sich hier zu einem Goldhaufen. Ich glaube, da müssen wir ganz viel Geld sammeln, um da oben an diesen Schlüssel zu kommen. Und das ist doch... Ich habe einen Raum für euer Vermögen und auch eure Trophäen und Erfolge organisiert. Ich möchte hineintauchen, darin herumschwimmen wie ein Robbenbaby. Oder was auch immer Dagobert Duck immer sagt. Ich weiß es nicht, wir geben jetzt aber die ganze Kohle eh wieder aus. Naja. Das Pult enthält Aufzeichnungen. Halt die Schnauze, Opa. So. Dann gehen wir mal ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben 50.000 Euro. Das heißt, ich guck mal ganz kurz, alles, was uns noch nicht gehört, kaufen wir jetzt natürlich hier erstmal auf. So, zumindest von den Sachen, die wir uns leisten können. Das wird wahrscheinlich auch noch nicht alles sein, noch lange nicht. Das hier gehört ja eh uns, das da gehört auch uns, das da gehört auch uns. Haben wir jetzt hier alles, haben wir jetzt hier alles unter den Nagel gerissen? Tätowierer, den haben wir noch nicht gekauft, zack. Tätowierer Sam ist gekauft, gar kein Problem. Und damit haben wir hier schon alles abgefrühstückt. Zack, dann wechseln wir mal ganz kurz rüber ins Söldnerlager. Das ist chronologisch korrekt. Und auch da wollen wir mal ganz kurz 2000. Ach, das ist ja niedlich. Kaufen und vermieten. So, easy going. Hier, Söldnerlager. Was haben wir denn da? 4500. Das kaufe ich im Vorbeigehen. Zack. Muss trotzdem immer so ein bisschen auf die Kohle achten, weil so viel sind die 50.000. Obwohl doch, das ist schon Batzen, muss man einfach sagen. Kaufen und vermieten. Zack. So. Söldnerlager, da das letzte Haus. Ich glaube, das war es dann auch schon. Djangos Dachsbau für 2000. Das sind ja Kinkerlitzchen quasi. So, hinaus. Und Brightwall, können wir mal gucken. Ich glaube, da können wir uns noch nicht ganz so viel leisten. Entkommener Häftling, natürlich. Ach, die Ministände können wir uns natürlich jederzeit kaufen. Hier am Anfang. So. Auch 855, das kaufen wir uns natürlich. Und hier haben wir noch, ja, 2500. Ich meine, ja, bitte. Dafür muss man es nicht reparieren und es bringt einfach mal direkt Gewinne ein. Das ist doch auch schön. Den Barbier könnten wir aufkaufen. Ich frage mich, warum einige zurzeit noch nicht verkäuflich sind, ehrlich gesagt. Guck mal hier. Die Feder ist mächtiger, bla bla bla. Wieder erlangen seltener Bücher. Und hier haben wir noch... Was ist denn aus diesem Ehepaar in Brightwall geworden? Brauchen Sie immer noch Hilfe bei Ihrer Beziehung? Welches Ehepaar in Brightwall? Was redet der Typ denn da? Ey, dieser Opa, ne? Also das ist für mich der neue Gildenopa, der Jasper. Weil der quatscht aber auch die ganze Zeit so die Hucke voll und das will man gar nicht. Der Typ sieht aus wie ein Zwerg hier hinten. Zwerge sind großartig. Brian Brightwall benötigt eure Hilfe, um ein sehr spezielles Paket wiederzubekommen. Ach so. Okay, hier haben wir die Stände gekauft. Einiges, die Schmiede hier, wie viel kostet die? 54.000. Also wie man sieht, 50.000 sind schon viele. 128.000. Das ist schon viel, aber ist halt noch nicht so wirklich die Welt. Wir kaufen uns jetzt natürlich mal so ein paar Sachen zurecht. Silver Pines. Zurzeit nicht verkäuflich, zurzeit nicht verkäuflich. Hä, wieso sind die zurzeit nicht verkäuflich? Hier habe ich doch auch schon mal... Oder habe ich die Quest jetzt noch gar nicht gemacht, weil das... Ich komme mit den Spielständen gerade ein bisschen durcheinander, weil ich doch alles nochmal neu spielen muss jetzt. Deswegen frage ich mich gerade, warum da alles nicht verkäuflich ist. Es könnte daran liegen, dass ich da vielleicht noch gar nicht war. Ich weiß es nicht genau. Mist.
Tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen durcheinander komme. 27.000 für die Schenke. Wir haben noch 19.000. So, nehmen wir mal hier mit. Kaufen und vermieten. Zack. So. Kaufen und vermieten. 129.000 von, ich glaube, 2 Millionen oder 20 Millionen. Ich weiß es gar nicht. 1.700 kaufen und vermieten. Kapitänshaus. Dann geht's weiter. 2055, das nehmen wir mal. Kaufen und vermieten. Zack. Und was haben wir hier? Ein Standverkäufer. Ja, super. Das ist immer gut, weil wir es nicht reparieren müssen. Ich glaube, deswegen bringt es wahrscheinlich auch weniger Miete ein, würde ich vermuten. Warum ist das eine blau und das andere... Ach, gelb ist wahrscheinlich der Zustand, wa? So, kaufen und vermieten. Das Pflaumenhaus. Hier haben wir noch... Entführt. Es gab wieder eine Entführung im Bowerstown-Industriegebiet. Spürt Nigel Ferrets Bande auf, macht sie unschädlich und rettet die Opfer. Das hört sich gut an. 1.900, das vermieten wir nochmal. Und anschließend würde ich sagen, reparieren wir die ganze Chose. Wenn wir uns das leisten können überhaupt. Ihr könnt euch nur von 5 Häusern... Ach du Scheiße, das wird langsam richtig teuer. Jetzt haben wir nur 7 Gold. Ach du heilige Scheiße. Alles erfolgreich auf den Kopf gehauen. Alle banalen Dinge des Lebens zurück. Und dann kann... So, pass auf. Willkommen im Unterschlupf. Schnauze, Opa. Ganz kurz, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, würde ich sagen, was haben wir denn jetzt hier? Wieso ist das Gildensiegel hier? Ich weiß es gar nicht. Der Typ. Ich wollte zu dem hier gehen. Na, hallo? So, als Ziel setzen. So, na, ich bin ja eh schon am nächstverfügbaren Ort, da muss ich ja gar nicht weit reisen. Ich bin jetzt hier und muss einfach nur die Brücke, ja? Da bin ich mal gespannt. In Führungsmissionen habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ah, ein Fremder. Wo läuft der Hund hin? Ich dachte, das ist schon wieder ein Grabungsort. Model werden oder so. Ich glaube, das müsste der gute Mann sein. Es tut mir sehr leid. Heute Nacht müsst ihr woanders unterkommen. Woanders? Und wohin genau? Alles ist geschlossen. Auf der Straße werde ich noch erfrieren. Wenn ich Glück habe und mir Logans Schläger nicht schon vorher den Kopf einschlagen. Glaubt ihr, außer euch hat niemand Probleme? Entschuldigung, es ist nur... Ich kann euch wirklich nicht helfen. Kann ja gleich in die Leichenhalle gehen. Ich hoffe, ihr sucht keine Unterkunft für die Nacht. Denn dieses Haus wird schließen. Für immer. Ich habe keine Wahl. Ich muss das Haus verkaufen. Ohne das Lösegeld sehe ich meine Verlobte nie wieder. Ich wollte meinen Mut zusammennehmen und sie retten. Aber dieser Ferret und seine Bande versetzen alle in Angst. Auch mich. Aber wenn ihr mich begleitet, ihr könntet ihnen zeigen, wie sich wahre Angst anfühlt. Wir retten meine Verlobte, stellen Ferret kalt und ich behalte das Asyl. Oh, bitte. Wenn nicht für mich, dann tut es für die Leute, die auf diesen Ort angewiesen sind. Ja, wenn ich ihm nicht helfe, dann wird das Haus bald zu vermieten sein und ich kann es selber kaufen. Natürlich helfen wir. War nur so ein Gedanke. Oh, danke. Mein armer Schatz, es ist schlimm, von dir getrennt zu sein. Aha. Dafür müssen diese Rüpel büßen. Ja, dann... Jawohl. Ja. Seit Wochen schikanieren sie die Obdachlosen. Und jetzt das... Empörend. Ich weiß, wo sie sind. Ich soll ihnen in einer Woche das Lösegeld bringen. Aber ich habe etwas Besseres für sie. Ja, dann geh mal los. Folgt Laszlo. Natürlich, das machen wir natürlich gerne. Was, hier schon? Hä? Das ist ja nicht wirklich weit. Laszlo. Ihr habt mich ganz schön Geld gekostet. Der alte Harry dachte, ihr bräuchtet eine Woche, um an das Geld zu kommen. Ihr seid ziemlich fleißig, wie? Macht einfach die Tür auf, Keith. Bringen wir es hinter uns. Nun gut. Gut. Mr. Ferret ist diese Treppe herunter. Wow, 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 Moment. Wer ist das? Er ist der Kurier, wie ihr sagen würdet. Und er wird das Gold nicht übergeben, bis meine Verlobte unversehrt hier herausspaziert ist. Okay, kein Grund, hochmütig zu werden. Pass bei Mr. Ferret bloß auf, sonst wird es vielleicht ungemütlich. Der stirbt. Die Senkgruben, was flimmert denn da so? Irgendwas flimmert hier sehr.
Ich betrete die Senkgruben. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da unten erwartet. Das fängt ja schon mal sehr, sehr gut an. Halt, wart auf mich, du Narr! Zu viele. Ich hoffe, wir können es mit denen aufnehmen. Ah, Laszlo. Ich bin so froh, dass wir diese unglückliche Situation zu einem befriedigenden Ende bringen. Euer Partner kann sich seiner Last entledigen, indem er das Geld auf den Tisch legt. Es gibt kein Gold, Ferret. Und jetzt lass sofort meine Verlobte aus diesem dreckigen Loch frei. Oder mein Partner fängt an, Köpfe zu sammeln. Und sie auf dem Tisch zu stapeln. Mein anfängliches Urteil über euren Charakter war etwas übereilt. Ihr habt ja doch ein Herz. Leute, reißt es raus. Sieht aus wie Senior Dickhead. Reiche Jungs wie euch. Es lohnt sich wirklich. Was lohnt sich wirklich? Ich hab das gerade nicht verstanden. Boah. Zap, zappadi zapp. Zappadi zapp, zapp, zappadi zapp, zapp, zapp. Bims, bams, bums. Das hat er davon. Ja, genau so. So, irgendwer schießt hier. Oh. Weicht gefälligst aus. Hupsa, und knicke die Knick. Einmal sammeln und dann frei aus der Hüfte schlackern lassen. Unmöglich verlieren, wir sind knallharte Söldner. Bitte was? Ohne Kiefer versteht man jemand so schlecht. Ich glaube, der ist gerade in Dynamit geflogen, das hat sich gerade erledigt. Was macht er denn da? Wienert er die Tür? Hier ist ein Schatz, wo ist denn der Schatz? Wo ist denn hier ein Schatz? Betretet den Keller. Wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? Kleiner Mann, wo ist der Schatz? Ich will diesen Schatz haben, vorher gehe ich hier nicht raus. Wo sieht denn der Hund hier einen Schatz? Willst du mich verarschen? Der Stuhl? Ach hier, guck mal. Aufheben, der Hund ist doch ganz gut. Aufheben. Schießpulver kann als gefährlichste Erfindung des Menschen angesehen werden. Es hat die Art der Kriegsführung ein für allemal verändert und ermöglicht jedem Bauer, einen hochqualifizierten Berufssoldaten ohne die geringste Anstrengung zu töten. Die Wissenschaft überlegt bereits, ob diese bedrohliche Entwicklung unsere Vorstellung von Ritterlichkeit zerstören könnte. Vielleicht sogar die der Gnade. Man wird sehen. Wir stehen noch ganz am Anfang der Debatte zu diesem Thema. Schießpulver wird bei Feierlichkeiten auch für Feuerwerk eingesetzt. Hier kann es gelegentlich zu schlimmen Unfällen mit äußerst schmerzhaften Folgen kommen. Ich kann nicht genug betonen, wie schlimm diese Schmerzen sind. Ja. Schlimm, 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 schlimm. So, Schießpulver, wirklich böse, die Geißel der Menschheit. Eure Männer sind tot, Ferret. Lasst uns rein oder ihr seid auch dran. Es ist offen. Na, jetzt bin ich mal gespannt auf Senior Dickhead. Sieht aus wie Humpty Dumpty. Eine Falle. Ihr seid selbst schuld, Ferret. Das hätte nicht sein müssen. Das tut es auch nicht. Wir haben einfach falsch angefangen. Ich bin ohne meine Leute keine Bedrohung für euch. Und gebe eure Verlobte gerne zurück. Oh, ich kann wirklich nett sein. Na dann macht mal. Naja, es ist so. Sie ist eigentlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht da. Sie ist hier in der Nähe, in einer Einrichtung. Ja, genau. Über diese Einstiegsluke erhaltet ihr, naja, Zugang. Die Kanalisation? Ihr Typen seid wirklich durchtrieben. Bitte, holt sie da raus. Ich behalte Ferret im Auge. Ein Gewehr. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ja, ich lebe in einer schlechten Gegend. Ich frag mich, wer schuld dran ist. Stehen bleiben. Findet Laszlos Verlobte, das glaubst du auch selber nicht. Die Banditen hätten sich ja verschanzt, die hätten die aber niemals irgendwo da unten, also ganz ehrlich,
Da muss ich mal ganz kurz... Willkommen im Unterschlupf. Schnauze, Opa. Da muss ich mal ganz kurz vor Frust die Häuser reparieren. So. Zack, 2200. Da sind wir ein bisschen geldlos geworden. Man sieht aber, wir verdienen jetzt schon wesentlich mehr. Lalalala. So, und... Hinab! Wie kommen wir wieder hoch? Wer seid ihr? Wo ist mein Verlobter? Er schickt mich, euch zu retten. Oh, seid ihr qualifiziert? Ich weiß nicht, ob ich einfach jemand Fremdem folgen sollte. Nein, du solltest einfach hier unten in der Sickergrube sitzen und vor dich hinschimmeln. Sei doch froh, dass jemand kommt, der hier die Schlucht runterspringt, der die Banditen besiegt hat und so weiter. Das ist ja... Oh, wie ungestüm. Nun, na gut, sie hängt da ja auch nur so rum. Wer? Ach, die Hand. Natürlich. Komm. Das finde ich ein bisschen merkwürdig mit dem Händchen halten. Das ist so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ein bisschen dubios. So, wir sind hier in der Kanalisation. Und in der Kanalisation haben wir den Rebellen gesehen. Da ist ein Schlüssel. Genau das meine ich. Hier und da gab es dann noch so ein paar Sachen. Ich weiß nicht, das ist ein anderer Schlüssel. Okay. Ich dachte, vielleicht knüpfen die Rebellenlager daran an. Hallo? So, 13 von 54 bzw. 12 von 50. Sicher bin ich mir da einfach mal nicht. So. Und jetzt geht's wieder Hand in Hand durchs Zauberland. Wir müssen nach da hinten, also gehen wir erstmal nach hier. Wir gucken uns ja erstmal... Oh, natürlich Sackgasse. So, hier... Da ist auch eine Sackgasse. Hier geht's doch nur noch tiefer. Da kommen wir doch gar nicht nach oben. Und wieso wohnen hier keine Hops oder sowas? Fledermäuse, helft mir! Easy going. Danke. Diese furchtbaren Kreaturen. Ach so. Das gleiche sagt mir auch über Ehefrauen. Huch, hier, Händchen halten. Da, Händchen halten, Oma, komm. Schön das Flösschen geben und dann gucken wir mal ganz kurz, was haben wir denn hier übersehen. Ein Schatz, natürlich, was auch sonst. So. Hallo? Lass mal los. Ich muss ja mal was gucken. Hüa! Was haben wir denn da drin? Ein formschönes, seltenes Topasschen. Oh, dies ist ein Exemplar der 7 seltenen Edelsteinarten. Man sagt, dass in einem Universum immer nur 4 Arten gefunden werden können. In einem Universum heißt natürlich, dass man... Habe ich übrigens zwischendurch auch mal gemacht. Ich war beim anderen Spieler auf dem Server, aber nur ganz kurz. Als ich festgestellt habe, dass ich noch... Alter, jetzt nimm mal die Hand. Dass ich da immer nur mit Lumpenklamotten rumlaufe und der schon voll ausgestattet war, da habe ich mich ein bisschen geschämt, bin schnell ausgelockt. Auf jeden Fall... Machen wir das auch noch im Let's Play, aber dann so später ein bisschen, ne? Wenn wir so durch sind und so, dann gucken wir mal Multiplayer so ein bisschen rum. Hättet ihr mir letztes Jahr erzählt, dass ich mal durch die Kanalisation vom Bowerstone-Industriegebiet warte, ich hätte euch nicht geglaubt. Ich kann es ja jetzt kaum glauben. Es ist einfach verrückt. Warum? Das kann man wirklich nicht anders sagen. Als wären der Gestank und der eklige Nebel nicht schon genug. Aber dann auch noch diese Fledermäuse. Oh, einfach widerlich. Man könnte meinen, die Fabriken, der Smog und die Umweltverschmutzung vertreiben jedes Tier weit weg. Dabei sind sie genau unter uns. Ich hätte es lieber nicht gewusst. Wovon ernähren die sich hier unten nur? Bloß nicht dran denken. Und wenn es die Fabrik nicht mehr gibt? Dann kommen sie vielleicht an die Oberfläche und schwärmen da aus. Wir kämpfen da oben um die Verbesserung der Lebensqualität. Aber wenn die Fledermäuse über uns herfallen, was können Laszlo und ich dann tun? Halt doch endlich die Klappe. Na, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, hier liegen Tote rum. Da ein Toter, hier irgendwie Fleisch überall, ein ganzes Vor und die beschwert sich über Fledermäuse und wundert sich nicht, was hier los war. Das sind Hops. Wir waren das jetzt aber nicht, ne? Da gab's wohl einen Kampf, wie es aussieht, und wir kriegen immer mehr Kohle. Das ist natürlich hocherfreulich, die müssen wir nur später noch ausgeben. Achso, ich dachte gerade, hier ist so ein Stampfer, der uns dann einfach umbringt. Okay.
Ich gehe natürlich immer erstmal die Sackgassen ab, um zu gucken, ob da vielleicht noch ein Schätzelein auf uns wartet. Überall Schinken. Was bitte ist das? Hops. Kein Grund zur Sorge, Man. Und auf das Mäulchen! Hier kommt der Zahnarzt! Bams! Another one bites dust! So, einmal quer durch die Arschritze gefläzt und schon sollte es hier gleich ruhiger zugehen. Ich höre immer noch Kampfmusik. Nein, das war's. Aber der Hund knurrt. Grabungsort und aber erstmal ein Schätzekin gönnen wir uns natürlich. Mal gucken, was wir hier finden. Ah, es ist eine unglaubliche Goldansammlung. Ja, ich komme noch schon. Grabungsort. Und weg. Und weg. Was haben wir denn da Schönes? Der Hund stellt sich tot. Es muss was Tolles sein. Schon wieder 400 Gold. Jetzt haben wir schon wieder 8000. Boah, 8400. Ich muss mal ganz kurz hier. Hallo. Schnauze, Opa. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Das könnte jetzt noch ein paar Mal so gehen. Wir müssen ja alles in Häusern kaufen, was wir kriegen können. 1700 kaufen und vermieten, natürlich. So. Dann. Ach, zurzeit nicht verkäuflich. Doof. Hier haben wir noch 2500. Kaufen und vermieten. So. Und hier 1600. Kaufen und vermieten. Das gefällt mir ganz gut. So, hier haben wir schon alles an uns gerissen. Bis auf die Kneipe für 30.000. Oh, Inflation. 954. Den Stand kaufen wir natürlich auch noch. Lecker Essi Essi. Und dann haben wir hier auch bald alles übernommen. Die Kneipe ist natürlich ein bisschen teurer. Sonst gibt es hier nichts. Die Häuser kann man irgendwie nicht. Die gehören uns schon alle. Das geht auch nicht. Das ist natürlich seines. Wieso hat er hier eigentlich nicht alle Häuser gekauft, der Reaver? Wieso gehören die dem nicht? Das verstehe ich nicht. Wir sind der Einzige, der hier alle Häuser aufkauft. Voll die Industriemacht hier, weißt du? Naja gut, ich repariere erstmal alle Häuser. 2100 und dann bleiben uns noch 428. Die hauen wir später auf den Kopf. So, komm Oma. Patschepfötchen. Und weiter geht's. Ich glaube, das war noch nicht alles. Ihr könnt noch mehr haben. Jetzt wird die Oma mutig, oder was? Scheiße. Ui. Wieso ziehen die Explosionen uns eigentlich nichts ab? Das verstehe ich nicht. Keine Gnade. Lasst kein Haar an ihnen. Huch. Ich finde die Mützen geil. Geile Mützen. Stirb, wie du lebst, Waffenclown. Na, das war's doch noch nicht. Na, so geht's natürlich auch. Braves Hundi. Und hier haben wir eine Menge Abfall. Natürlich, das Pendel schwingt natürlich noch. Das ist total, das ist physikalisch, das ist ganz normal. Das kann man so erklären. So, hier, nimm doch mal die Hand. Vielleicht hätte ich hier wieder mehr Schießpulver zerballern sollen. Oh, ein Schädelchen. Den will ich nie wieder begegnen. Das sind doch Hobbs. Igitt. Sie sind so widerlich, wie man immer hört. Ständig verschwinden Kinder aus dem Bowerstone-Industriegebiet. Oh, sie sind das schwächste Glied der Gesellschaft. Gar nicht auszudenken, wie viele hier unten enden. Ich weiß übrigens, wer hinter all dem steckt. Es ist Reaver.
Nichts geschieht ohne sein Einverständnis. Wer interessiert sich denn schon für das Schicksal der Obdachlosen? Reaver will aus dem Asyl ein Freudenhaus machen oder ein Casino oder sowas. Ich sollte mich sicher geehrt fühlen, dass ich von dieser Bestie entführt wurde. Es wird Zeit, dass Reaver zu Fall gebracht wird. Er hat anständigen Leuten viel Leid angetan. Wir müssten gleich da sein. Fast zurück bei... Laszlo. Oh, ein Diamant. Kriegt die Alte nicht? Ist sie nicht glücklich oder warum meint die gerade fast zurück bei... Der arme Mann mit so einer alten... Mit so einer Fregatte. Hier, komm, Händchen halten. Und dann geht's raus hier. Endlich wieder in die Stadt, wie es aussieht. Oder zumindest irgendwas, was danach aussieht. Kanalisation. Whatever. Ich weiß noch nicht genau. Aber wir folgen einfach mal dem... beleuchteten Weg, wie immer. Der führt uns ja zum Glück safe nach Hause. Während wir einfach wieder Gold kassieren. Knapp 4000 Stück. Geil. Guck mir gerade nebenbei noch die Gegend an, aber viel zu sehen gibt es hier offenbar nicht, außer ein paar alte Schubkarren. Und hier kommen wir wieder raus. Geschafft. Bevor wir zu Laszlo zurückgehen, wollte ich nur sagen... Ach, ihr wart toll. Das heißt, ihr seid toll. Das habe ich früher auch immer über Laszlo gesagt. Aber wenn ich ihn mit euch vergleiche, ist er doch ziemlich langweilig, oder? Will ich mein Leben wirklich mit diesem Mann verbringen? Was meint ihr? Sollte Geraldine bei Laszlo bleiben? Ja, natürlich. Der hat ihr Leben... Der hat sein Leben quasi für sie opfern wollen. Natürlich soll sie bei Laszlo bleiben. Teuren Ehemann, also ganz ehrlich, und vor allem mit dem Gekeif und Gezanke. Was meint ihr? Und vor allem fragt irgendeinen Fremden über ihre Zukunft außen, ob sie bei Laszlo bleiben soll. Ich würde eher sagen, der Laszlo hat sie nicht verdient. Also was sie hat den Laszlo nicht verdient. Ihr an meiner Stelle tun? Die Fresse halten würde ich, Muttchen. Und schön bei deinem Mann bleiben, sei mal dankbar. Keine Worte mehr. Naja, ich würde sagen, dann geben wir die Olle in der nächsten Folge mal bei Laszlo ab. Der wird sich natürlich bedanken, der Arme. Ich hoffe, er ist uns nicht böse, dass wir seine Olle gerettet haben. Naja, dann bis später. Mann, der arme Mann. Mit so einer alten, keifernden Meckerziege und ach Gottes Willen. Und was hat die sich erhofft, dass die Laszlo verlassen soll und zu uns kommt? Und dann haben wir quasi eine Frau an unserer Seite, die dann immer, naja, ich weiß ja nicht, nein, das gefällt mir gar nicht so gut. Ja, das ist genau, das ist, sowas will jeder haben in der Beziehung. Nicht nur Männer wollen sowas, auch Frauen, das ist, auch Frauen wollen solche Männer so, nein, das gefällt mir gar nicht. Ja, sowas, das sind Menschen, die sind immer gern gesehen. Also ganz ehrlich, die soll mal froh sein, froh soll sie sein, dass sie einen Mann wie Laszlo hat. Aber Dankbarkeit ist vielleicht heutzutage auch in Albion keine Selbstverständlichkeit mehr.